Willkommen bei Duschmeister, heute bauen wir die Komplettdusche Valdoria auf. Nicht lang schnacken und gleich geht es los. Die Füße werden vormontiert angeliefert, sind aber noch nicht justiert. Deswegen habe ich alles schon mal abgeschraubt und möchte euch zeigen, wie man diese perfekt einstellt. Die Abstandbacken werden so weit wie möglich an die Schürze angebracht und erst einmal festgezogen. Mit einer Wasserwaage bringe ich erstmal die Duschwanne auf ein vorläufiges Niveau und ziehe mit der Kontermutter den Fuß fest. So kann sich der Fuß erstmal nicht verstellen und meine Backe ist somit auch fixiert. Jetzt bringen wir den Siphon an, ist eigentlich relativ einfach. Das können wir schon mal abnehmen, das ist ja nur der Schutz. Im Prinzip auch. Nur mit diesen beiden Teilen wird das festgehalten. Überstülpen, festziehen, fertig. Dichtung muss mit auf die Unterseite. Also, Dichtung kommt hier gegen. Jetzt muss ich mir überlegen, wohin mein Abfluss ist. Also jetzt nach links oder rechts oder nach hinten. Oder vielleicht schräg. Ja. Bringe ich ihn an. Ich mache es einfach als halber einfach nach hinten. Und nur festziehen. Jetzt kann ich den Sieb wieder einsetzen. Fertig. Es ist Zeit, den Rahmen zu verschrauben. Ein 12 Volt Akkuschrauber kommt hier sehr schnell an seine Grenzen. Wir empfehlen ein 18 Volt Gerät, wenn man nicht die Schrauben per Hand auf dem letzten Millimeter festziehen möchte. Die Scharniere solltet ihr dabei nicht vergessen. Diese kommen sowohl in die obere als auch in die untere Schiene. Wir passen jetzt nochmals das Niveau der Duschtasse an. Der Fußboden sollte plan sein, aber das ist dieser nicht immer.
Wenn die Duschtasse steht, dann kann der Türrahmen mit einem Eckverbinder und der ersten Seitenwand auf der Wanne montiert werden. Bei der Montage sollte ein Helfer die Konstruktion stützen. Abwechselnd schraube ich den Eckverbinder an den Türrahmen und die Seitenwand. Das wiederholen wir auch auf der anderen Seite. Ich würde allerdings den Eckverbinder erst an die Seitenwand schrauben. Rahmen und Seitenwände stehen endlich. Dann können wir die Rückwände einsetzen. Die Löcher überlappen sehr gut übereinander. Das Festschrauben wird jetzt immer einfacher. Die Rückwand wird mit der Duschtasse fest verbunden. Dafür bohren wir zwei Löcher mit einem 3 mm Bohrer in die Duschtasse hinein. Schon sind wir wieder bei der Tür. Achtung, wir schrauben erst nur den oberen Scharnierzapfen an. Gleich seht ihr warum. Die Türzapfen im Rahmen sollten jetzt fixiert werden, wenn Sie das noch nicht erledigt haben. Die untere Türzapfenachse wartet jetzt im Türrahmen. Oben führen wir die Tür in den Zapfen und unten schieben wir die Löcher in die Türzapfenhalterung ein. Dann wird nur noch festgeschraubt.
Türdichtungen aufzudrücken, bedarf es Gefühl und nicht so sehr Kraft. Die Finger rollen dabei wie bei einer Massage. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und das wiederholt sich immer wieder. Solange meine Hilfe noch da ist, will ich das Dach aufsetzen. Die Schraublöcher sollten nach hinten zeigen. Achtung, dieser auch festschrauben. Leider zeigen wir diesen Vorgang nicht. Die Leitung der Regendusche sollte jetzt montiert werden, sonst droht eine nasse Überraschung. Der Griff, der auch gut als Handtuchhalter funktioniert, ist der leichteste Schritt bei der Montage. Nun können wir uns der unteren Dichtung zuwenden. Diese muss auf die richtige Länge zugeschnitten werden, ist allerdings schnell angebracht hinterher. Viel ist nicht mehr übrig, denn wir sind schon bei der Handbrause angekommen. Wir nähern uns dem Ende und da lässt die Konzentration bekanntlich nach. Deshalb erinnern wir euch daran, die Schutzfolie vor der Montage der Schürze abzuziehen. Diese werden anschließend nur aufgedrückt.